Hallo und herzlich willkommen auf Real Talk Now. Für wen wärst du? Ich habe schon ein paar Videos gedreht. Also das ist ein Spiel von transfermarkt.de. Da muss man immer zwischen zwei Vereinen wählen, wer mir sympathischer ist. Fangen wir gleich an. Das haben sich auch viele gewünscht nach den letzten Videos, dass wir die deutsche Liga machen. Ja, Karls. Fangen wir gleich an. FC Karl Zeiss Jena gegen Würzburger Kickers. Würzburger Kickers. So, der nächste Verein ist Unterhaching gegen Zwickau. Finde ich Unterhaching sympathischer. Ja, Kaiserslautern eindeutig. Ein Top-Club in Deutschland eigentlich. Müssten eigentlich gar nicht so unten sein, sondern in der Bundesliga spielen. Sonnenhof Groß-Asbach oder VfR Aalen? Boah. Ja, Aalen. Wählen wir Aalen, komm. Fortuna Köln oder Kfz Uerdingen? Die waren ja auch früher in der Bundesliga Uerdingen. Das ist ein Mix aus Fortuna Düsseldorf und FC Köln. Ja, Uerdingen. Unterhaching oder Meppen, Unterhaching, finde ich relativ sympathisch, diesen Verein. So, 1860 München oder Karl Zeiss Jena. Bisschen Karl Zeiss ist ein bisschen komischer Name, aber ja. 1860 München gehören auch eigentlich in die Bundesliga oder zumindest in die zweite Liga, aber wegen der schlechten Vereinsführung sind die leider so tief gesunken. Trotzdem 1860 München ist sympathischer. Ja, hier wieder 1860. Sonthof Groß-Asbach oder Fortuna Köln. Fortuna Köln. Boah, schwierig, schwierig. Komm, Jena. VfR Aalen oder Uerdingen? Uerdingen. Kaiserslautern. Hallescher FC oder Eintracht Braunschweig? Eindeutig Eintracht Braunschweig. Schade, dass die abgestiegen sind. Jena. VfR Aalen oder Cottbus. Cottbus. Auch ein Ex-Bundesliga-Club. So, kommt oft Jena bei mir. Komischerweise. Und Uerdingen. Kaiserslautern. Ja, das war schon. Ihr seht, es kommen immer wieder die gleichen Vereine. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, ein Dislike. Ja, Real Talk Now, ich bin draußen.